Ich habe den Fall Lena Beck. Ja. Damals betreut. Sie ist jetzt seit 13 Jahren vermisst und es kann sein, dass das Unfall. Das kann ich ausblicken. Direkt vor Intensiv 2. Hören Sie auf! Es reicht! Es ist gut! Beruhigen Sie sich! Scheiße! Wer ist das? Lena Becks Eltern. Sie haben die Eltern informiert? Sie können ihn jetzt loslassen. Er wird sich ruhig verhalten. Dankeschön. Danke. Ist alles in Ordnung? Gar nichts ist in Ordnung. Matthias, bitte. Sie ist es nicht. Ich werde dir deine Lena nach Hause bringen. Deine Worte. Dein Wort. Großvater. A big step coming up. Is that running water? Yeah, it's a natural spring. I just left it. Never the same river twice, as they say. And one, here we are. Okay. There's a bed, three steps ahead of you. Turn around. Stays in custody until my daughter's found, right? Right? We have a 48-hour hold on. It ends tomorrow unless we bring charges. Oh, charge him or something. Charge him. Mr. Dover, detective, I understand we're... Detective, you're... two little girls. It gotta be worth whatever little rule you gotta break to keep that asshole in custody. Now, I know you can't promise me anything, I understand that, but I'm asking you to be sure, be 100% sure. Thank you. I appreciate it. Vi får ses efter jobbet, jag lovar. Var är hon? Svara. Är den där riktig? Säg vad hon är bara. Oh, men berätta var du har gömt henne! Jag ringer 112. Svär, jag kommer skjuta dig så skjuter jag mig själv. Fattar du? Nej. Akta! Var är hon? Oh!